Ja, Henning, guten Tag. Ich rufe an wegen dieser Teilverstaatlichung. Ja, Steuererklärung war das Wort, genau. Irgendwie langweilig, jetzt wo die Krise vorbei ist. Gut, wir haben wohl bald wieder mehr Arbeitslose, aber denen kann man ja dann einfach günstige Kredite. Nur so eine Idee. Nein, aber Hauptsache, man kann endlich wieder gefahrlos unter den Fenstern von Bankhochhäusern langlaufen. Die springen ja jetzt alle mit so einem Schutzschirm. Die meisten können froh sein, nicht Gegenstand von Mankind is No Island zu sein. Ein preisgekröntes, sehr bewegendes Gedicht von Jason van Genderen, das er nur mit seinem Handy auf den Straßen von New York und Sydney filmisch umgesetzt hat. Und unter den Straßen von New York hat Antonio Gonsalves seine Mitmenschen beobachtet und gezeichnet. Und das Gleiche hat er auch noch in 9 anderen Städten auf der Welt gemacht. Zum Beispiel in Berlin, wo ganz überraschend nur 8 von 10 Einheimischen schlecht gelaunt waren. Ja, kein Wunder, dass die Berliner gut gelaunt sind, wo die ganze Welt pleite ist. Endlich nicht mehr allein. Der Wovereit denkt wohl sogar schon über eine Städtepartnerschaft mit Reykjavik nach. Also von Weltuntergangsstimmung keine Spur. Falls uns jetzt Außerirdische besuchen sollten, werden die nicht so ein Chaos vorfinden wie der Kollege in Legacy, der so wirklich ein völlig falsches Bild von uns bekommt. Denn auch morgen geht hier wieder die Sonne auf, wie in dieser tollen Zeitrafferaufnahme aus San Francisco. Und wer die große Hängelampe noch etwas näher sehen möchte, der guckt mal wieder bei boston.com vorbei, wo es jede Menge tolle Bilder der Sonne zu sehen gibt. Hier vorne versperrt ihr übrigens gerade der Mond die Sicht. Keine gute Idee. Okay, es könnte wirtschaftlich schon noch mal ein bisschen ungemütlich werden. Die Prognosen für unser Wirtschaftssichtum sind nicht gerade rosig. Aber hey, dann bastelt man sich halt einfach seine eigene kleine Welt. Bei Extra Normal, eine ganz neue Website, mit der man Animationen erstellen kann. Mit verschiedenen Hintergründen, Figuren, Gesten und mit Sprachausgabe des eingetippten englischen Textes. Die Sprache selber beisteuern muss man dagegen bei karaokeparty.com. Am besten auch noch passend zur Musik, denn das wird hier auch gleich kontrolliert. Und je besser man singt, desto mehr Punkte erhält man. Ja, wer den richtigen Ton trifft, kann selbst die härtesten Herzen erweichen. So wie das ja auch immer Obama schafft. Dessen unvergleichlichen Charme selbst die zipfelmützigsten Rednecks nicht lange widerstehen können. Tja, der Obama ist drauf und dran, das ganze Land zu verändern. Einen Platz in den Geschichtsbüchern hat er fast schon sicher. Und eigentlich sollte doch jeder Mensch versuchen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und nicht nur auf seinem Bürostuhl. Wovon uns Off-Planet-Films überzeugen will, die auch noch ein paar andere, nicht immer geschmackssichere Animationen produziert haben. Wie etwa die vom sehr muskulösen Jesus. Aber wer es jetzt noch nicht gleich Obama und Jesus nachmachen will, der kann ja auch erstmal das Leben anderer Menschen nachhaltig verändern. Bei It's All in Your Hands TV. Hier gibt es 3 verschiedene Serien, deren Verlauf der Zuschauer mitbestimmen kann. Denn am Ende jeder Folge hat er immer die Möglichkeit, sich für eine der angebotenen Handlungsalternativen zu entscheiden. Ja, das wird sogar unserem Literatur-Kojak gefallen. Ja, und sowas machen wir jetzt auch. Nach dem großen Erfolg meiner gestrigen Parodie dürft ihr jetzt entscheiden, als wer ich am Freitag moderiere. A als ich, B als Bankerin, C als Nationalspielerfrau oder D als osteuropäische Schachgroßmeisterin. Bis morgen früh 9 Uhr könnt ihr abstimmen. Das war Ehrensenf, ich bin Christine. Tschüss. Hoffentlich muss ich nicht wieder diese nette Chrissy spielen.